Wissenschaftlerin zu sein bedeutet für mich, ohne Einschränkungen und Vorgaben zu versuchen, Probleme zu lösen. Ich bin Dagmar Kainmüller, ich arbeite am Berlin Institute of Health und am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Ich bin Informatikerin und arbeite im Bereich biomedizinische Bildverarbeitung. Meine Forschung arbeitet auf zwei Ziele hinaus. Das erste Ziel ist, Biologen und Medizinern Methoden zu liefern, um aus ihren Bilddaten automatisch relevante Informationen rauszuziehen. Und das zweite Ziel ist dabei, neue Methoden der Bildverarbeitung und der künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, dreht sich um einen kleinen Wurm namens C. elegans. Der Wurm ist bei Biologen ein beliebter Modellorganismus, und zwar deshalb, weil jedes Individuum so gut wie genau gleich aufgebaut ist. Das bietet Biologen eine wunderbare Spielwiese, um Beobachtungen, die sie unter dem Mikroskop in verschiedenen Würmern machen, in einen Referenzwurm zusammenzuführen. Meine Forschung erlaubt es den Biologen, in großem Umfang, also Hochdurchsatz, Daten zu analysieren. Hochdurchsatz Bildverarbeitung bedeutet eben, dass es so gut wie nicht möglich ist, das per Hand zu machen. Das ist eben meine Daseinsberechtigung. Da besteht der Bedarf, die Bildverarbeitung zu automatisieren. Bedarf bedeutet, wenn es nicht automatisiert wird, finden extrem spannende Studien einfach nicht statt, weil es nicht geht. Was mich antreibt, ist, dass mir immer wieder klar wird, dass meine Arbeit genau das ist, was mir am meisten Spaß macht. Ich habe die Freiheit, mir neue Dinge auszudenken, die für einen Fortschritt in der Biologie und Medizin idealerweise sorgen. Die besten Momente in meiner Arbeit, die sind die, wo man zum ersten Mal merkt, wow, die Theorie, die ich mir ausgedacht habe, die funktioniert tatsächlich. Also ich sehe in meinen Ergebnissen, oh Gott, das funktioniert. Das sind die allerbesten Momente. Die kommen, wenn es gut läuft, zweimal im Jahr vor. Aber daraufhin arbeite ich die ganze Zeit sozusagen.